Foto von 1914 von Silke Scheuermann. Ganz grauer Mais auf den Feldern, als habe es Asche geregnet aus einer vollkommenen Fabrik. Schau, die Frau bückt sich am Boden, als spiele sie nur mit Flügeln am Rücken und nicht mit diesem geflochtenen Korb. Sie ist eingefroren in ihrer Sehne. Eine uralte Wolke schwebt über dem Acker wie eine brüchige Stimme. Ich weiß noch, wie Großmutter anhand solcher Bilder ins Erzählen kam, die immer gleichen Rezepte zur fest verbackenen Landschaft sprach und Tee dazu brühte für winzige Tassen, aus denen wir stundenlang tranken. Da war statische Ruhe im Raum. Nicht zu verwackeln. Bis heute waren da Namen. Diese Wolke könnte ein Luftschiff sein. Jedenfalls waren es meine Verwandten. Und ich erkenne keine einzige Seele.